Kommen wir also in dieser Vorlesung zur Sohlschubspannung auf Böschungen. Wie berechnet man Sohlschubspannung auf Böschungen? Und dazu zunächst erstmal der empirische Befund. Wir haben uns schon jetzt öfters im Rahmen des Flusswasserbaus mit dem Querprofil der Geschwindigkeit beschäftigt. Das ist eine Messung. Und Sie sehen hier, dass auf den Böschungen durchaus, wenn das Ufer sehr flach ist, kleine Geschwindigkeiten auftreten. Und wir erwarten dann aber auf Böschungen auch kleinere Stabilitäten der Sohle, weil natürlich die Sohle hier eine gewisse Neigung hat. Aber hier an diesem starken, an diesem steilen Ufer hier in diesem Bereich sehen wir zum Beispiel auf der Böschung hier in diesem Bereich recht große Geschwindigkeiten, große Belastungen und eine sehr große Steigung. Das heißt, ich würde davon ausgehen, und das ist auch durchaus ein Prallhang eben an der Mühlhammer Schleife, ich würde davon ausgehen, dass es in diesem Bereich instabil werden kann, wenn wir das nicht ordentlich sichern. So also erstmal das in dem Bereich, und ich möchte jetzt erstmal in dieser Vorlesung die Sohlschubspannung neu berechnen können. Dafür haben wir bisher gelernt, und das wiederhole ich hier, das stationäre reibungsfreie Geschwindigkeitsprofil oder das reibungsfreie, nein, das ist ja falsch, was hier steht, das Geschwindigkeitsprofil. Ich möchte das mal eben kurz ändern. Sie es auch, das laterale Geschwindigkeitsprofil muss da stehen. Das laterale Geschwindigkeitsprofil haben wir kennengelernt, und dafür haben wir diese Differentialgleichung in einer der letzten Vorlesungen gelernt. Diese Differentialgleichung dU nach dt ist gleich die Sohlenneigung in Strömungsrichtung, und hier steht aber der laterale Geschwindigkeitsgradient. Den können wir uns damit bestimmen. Wir können ein MATLAB-Programm mit dem PDE-PE-Tool schreiben oder diese Gleichung vereinfachen. Das hatten wir alles gelernt für unser Trapezprofil mit Vorland, was ich Ihnen hier einmal aufgetragen habe, bekommen wir dann dieses abgerundete Geschwindigkeitsprofil heraus. Ja, und da sehen Sie an der Stelle, da treten natürlich starke Geschwindigkeiten an dieser Böschung auf. Selbst da, wo wir schon kleine Wassertiefen haben, sind hier relativ große Geschwindigkeiten. Aufgrund der inneren Reibung des Fluids zieht sich die große Geschwindigkeit in den Tiefwasserbereichen, auch in die Flachwasserbereiche hinein. Wie berechnen wir nun daraus die Sohlschubspannung? Um die Sohlschubspannung oder eine exakte Formulierung der Sohlschubspannung zu gewinnen, hatte ich in der Vorlesung Sohlschubspannung Ihnen ebenfalls erklärt, müssen wir mit dem viskosen Spannungstensor beginnen. Der viskose Spannungstensor besagt, dass die Spannung, die viskose Spannung oder die Newton'sche, das Newton'sche viskose, das Newton'sche Reibungsgesetz besagt, dass die Schubspannung, Viskosität, Rho mal Nü, das ist die dynamische Viskosität, Nü ist die kinematische Viskosität, mal des Gradienten der Geschwindigkeit ist. Wir haben immer dann eine Spannung in einem Fluid, wenn sich Schichten unterschiedlich schnell bewegen. Wenn sich die Schichten gleich schnell bewegen, ist hier zwischen keine Spannung. Wenn sie sich aber unterschiedlich schnell bewegen, dann findet hier eine viskose Spannung statt, und deswegen muss da der Gradient der Geschwindigkeit stehen. Wir hatten ferner gelernt bei den viskosen Spannungen, dass wir Geschwindigkeitsgradienten, also Änderungsgeschwindigkeiten, in 9 Richtungen anschauen können. Eigentlich nur 6, weil es hier 6 unterschiedlich sind. Aber wir haben eine U, eine V und eine W-Geschwindigkeit, und die können sich in X, Y und Z-Richtung ändern. Deswegen bekommen wir diesen berühmten Spannungstensor heraus. Und ich möchte jetzt nicht die Erweiterung dieses Spannungstensors einführen, die es hier an der Stelle noch gibt. Ja, was müssen wir machen, um die Sohlschubspannung auf Böschungen zu berechnen? Wenn wir die Sohlschubspannung auf Böschungen berechnen wollen oder in irgendeiner Ebene berechnen wollen, wo auch immer, müssen wir das mit dem normalen Einheitsvektor dieser Ebene multiplizieren. Wir müssen also diesen Tensor, wenn wir das in irgendeiner beliebigen Fläche im Raum berechnen wollen, müssen wir diesen Tensor mit dem normalen Einheitsvektor bestimmen. Der normalen Einheitsvektor an der Sohle ist diese hässliche Funktion. Da steht also eigentlich hinten nur dzb nach dx, dzb nach dy minus 1. Und das ist deswegen richtig, weil wenn Sie eine ebene Sohle haben, wenn also alle dzb nach dx nach y wegfallen, dann steht hier 0, 0, minus 1. 0, 0, minus 1, das heißt nichts anderes. Auf einer ebenen Sohle zeigt der normalen Einheitsvektor aus unserem Gewässer heraus, so wie wir das immer gemacht haben. In dem Bild ist das leider falsch dargestellt, da zeigt er in die Gewässer herein. Denken Sie sich also diese Vektoren umgekehrt. Ja, und wenn die Sohle nicht eben ist, dann zeigt tatsächlich diese Art von Form immer in die Richtung der normalen der Sohle, und das davor, dieser große Wurzelausdruck, macht nur ein Vektor der Länge 1 daraus. Sieht also kompliziert aus, ist aber nicht so kompliziert zu verstehen. Mit diesem
Vektor muss ich jetzt aber allerdings mein Tensor der inneren Spannung multiplizieren. Ja, und das, was da hier steht, noch einmal, hier steht unser Vorfaktor, unser Normierungsvorfaktor, hier steht unser Spannungstensor und hier steht unser normalen Einheitsvektor. Und jetzt mache ich das Zeile für Zeile. Also, erste Zeile der Matrix mit dem Vektor, zweite Zeile der Matrix mit dem Vektor, dritte Zeile der Matrix mit dem Vektor und Sie können dann sehr leicht sehen, dann kommt das da unten heraus, ein Vektor aus drei Komponenten, der hier unten steht. Ja, und in einer Veröffentlichung meinerseits habe ich dafür dann mal ein Modell geschrieben, was auch berechenbar ist. Und das mache ich folgendermaßen. Ich gehe erstmal kurz auf die einzelnen Terme ein. Das, was wir nicht kennen, in einem tiefen gemittelten Modell, wenn wir nur die mittleren Strömungen angucken, ist du nach dz. Rho mal nü mal du nach dz ist aber nichts anderes als die Spannung, die wir auch nach Nicuratze berechnen könnten. Wenn wir also das nehmen und das mit du nach dz mal nehmen, dann könnten wir an der Stelle sagen, das ist nichts anderes als unsere Schubspannung nach Nicuratze. Rho mal nü oder μ mal du nach dz hatten wir ja vorher auch durch Nicuratze dargestellt. Das ist unsere Schubspannung nach Nicuratze. Das wäre also, wenn ich jetzt diesen dritten Term durch Nicuratze ersetze, dann bekomme ich eine Näherung dieses Terms heraus und die anderen lasse ich so, wie es ist. Ferner möchte ich eine zweite Vereinfachung eingehen. Ich gehe davon aus, dass es keine Vertikalgeschwindigkeiten gibt, dass unser Gewässer nahezu horizontal ist. Das sind die meisten Gewässer. Wir haben eben maximale Steigungen vielleicht von 10 hoch minus 2 im Bereich von 10 hoch minus 3 bis 10 hoch minus 4 sind die normalen Gewässer. Das heißt, Vertikalgeschwindigkeiten können wir in der Regel vernachlässigen und wir können in dieser Wurzel auch die Quadrate der Neigungen vernachlässigen. Ich sagte es ja schon, 10 hoch minus 3 mal 10 hoch minus 3 ergibt 10 hoch minus 6. Das heißt, dzb nach dx zum Quadrat können wir wohl getrost vernachlässigen. Ja, dann kommen wir, wenn wir also nur die x- und die y-Richtung betrachten, dann bekommen wir dann insgesamt diese Form raus, dass du nach dz habe ich durch das Nicuratze-Gesetz dargestellt. Ich habe hier nebenbei auch das Vorzeichen umgetauscht, aber das ist relativ egal, damit ich ein positives Vorzeichen für die Sohlschubspannung habe. Das ist das Wesentliche. Es steht hier also zunächst erstmal, die Sohlschubspannung auf einer Böschung wird genauso berechnet wie auf einer Ebenenfläche mit der mittleren Geschwindigkeit darüber. U Quadrat in Strömungsrichtung, wenn es nur eine einzige Strömungsrichtung ist. Und dann kommt hinzu ein weiterer Term, die turbulente Viskosität, die wir nach dem Elder-Gesetz oder sonst was berechnen, die turbulente Viskosität mal die Ableitung in die Richtung, in die es fällt, der Geschwindigkeit und die Ableitung der Sohlenneigung. Das gleiche du nach dy, dzb nach dy. Das ist also die allgemeine Form. Ich möchte jetzt nicht das Paper zitieren, in dem ich das, oder beziehungsweise habe es hier nicht aufgeschrieben, in welchem ich das veröffentlicht habe. Ich glaube, aber Sie können es auf jeden Fall in meiner Habilitationsschrift auch finden. Ja, wenn ich jetzt nur ein Querprofil betrachte, wenn ich also sage, ich möchte nur die Böschungsneigung betrachten und nicht in Längsprofil. In Längsprofil ist die Steigung ja in der Regel sehr klein, wie ich eben sagte. 10 hoch minus 2, 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 4. Im Querprofil ist es aber unter 20%, 30%, was auch ich immer als Böschung verbaue. Dann habe ich nur ein dzb nach dy. Ein dzb nach dy, und das soll uns im Folgenden ausreichen, das wäre dieser Term hier oder dieser Term. dzb nach dx, sagen wir jetzt mal, das ist die Böschungsneigung in Hauptströmungsrichtung, betrachten wir jetzt nicht. Ferner möchte ich nur einen Fluss in Hauptströmungsrichtung betrachten. Ich gehe also nur von einer U-Geschwindigkeit aus. V ist gleich 0. Keine Kurve, sonst was, nur damit wir erstmal verstehen, was hier letztendlich passiert, also nur die U-Geschwindigkeit. Dann bleibt von unseren beiden Gleichungen stehen, V fällt weg, nochmal zurück. Dann bekommt das als Sohlschubspannung heraus. Und das ist schon eine recht praktikable Gleichung. Hier steht also nichts anderes als die Sohlschubspannung nach Nicuratze plus einen weiteren Term für die Neigung. Und das können wir uns ausrechnen. Das können wir uns ausrechnen und das habe ich mal gemacht. Und zwar in dieser letzten Folie zu diesem Vortrag zu einer Trapezprofil. Zunächst erstmal, was ist hier aufgetragen? Jetzt muss ich selbst gucken, die Wassertiefe. Die Wassertiefe ist die dicke Linie. Ich habe hier also ein Gerinne. Auf der rechten Seite ist die Achse, das 4 Meter tief ist. 4 Meter tief ist und an den Seiten fällt die Böschung ab auf 0.
auf 0. Es ist bis Oberkante Unterlippe mit Wasser gefüllt. Also Sie können sich das auch als die Wassertiefe vorstellen. Das ist der Boden auf der einen Seite oder die Wassertiefe. Ja, und dann habe ich einmal zwei Anteile berechnet, nämlich einmal die Sohlschubspannung nach Nikuratze. Auf den Randbereichen habe ich kleine Geschwindigkeiten. Das ist die gestrichelte Linie, die Sie hier sehen. Und da sehen Sie, das folgt einfach mehr oder weniger der Sohle. Denn auf den Randbereichen haben wir dann kleine Geschwindigkeiten, die werden immer kleiner zum Rand hin. In der Mitte haben wir große Geschwindigkeiten. Das heißt, in der Mitte bekommen wir eine große Geschwindigkeit und auf dem Rand hin wird es linear kleiner. Eine recht langweilige Sache. Und dann habe ich das nach dieser Formel berechnet von mir. Die gibt dann diese dicke Linie und der Spring muss die natürlich dick sein. Weil das ist die richtige Berechnung. Da sehen wir eben an der Stelle, dass wir die stärksten Belastungen einer Böschung am Böschungsfuß haben. Hier am unteren Bereich, da treten starke Geschwindigkeiten auf. Da sind noch starke Strömungsgeschwindigkeiten aus der Flussmitte vorhanden. Und gleichzeitig haben wir hier eine große Neigung der Sohle. Also wir erwarten hier die stärksten Strömungsgeschwindigkeiten, dass also beide Terme der Formel, also sowohl starke Geschwindigkeiten als auch dieser Term noch recht groß sind. Und deswegen haben wir hier am Böschungsfuß die stärksten Neigung. Ja, und wenn wir das beides voneinander abziehen, um nach dem Fehler zu fragen, wenn wir eine Sohlschubspannung nur nach Nikuratze berechnen würden, dann ist das diese Funktion hier unten. Das wäre die Fehlerfunktion, wenn wir die Böschung nicht richtig berücksichtigen sollen, und das kann schon durchaus erheblich sein. Das wurde auch damals, dieser Ansatz, in einer Doktorarbeit der TU München dann mit Experimenten verglichen, was ich da mal theoretisch aufgestellt habe, und das passt an sich relativ sehr gut, um Böschungen tatsächlich gut zu bemessen.